Keine Ahnung, du. Die sind alle nicht sehr intelligent. Dräng mich mal hier nicht vom Weg ab. Hallo. Hilfe. Gelobt sei Belle. Sollen wir mit Terrin sprechen? Kacken wir es an. Wen sollen wir ankacken? Er sagt mir immer zu mir, kacken wir es an. Hallo Kugel. Ich mag dich nicht. Euer Talisman ist abgeklungen. Hm, ich weiß. Puh, nee. Ich zieh nochmal ein Talisman. Bam. Augenblick, ja? Nur beim Rasten könnt ihr Talismane benutzen. Ja, dann gehe ich halt. Okay, ist keine Folge, also machen wir jetzt die 5-Mann-Quest zu 2. Jo, normal, so wie immer. Also den ersten Boss, praktisch. So. Wo bist du denn? Ich stehe hier. Warum das denn? Weil ich gerne stehe. Aua! Was machst du da? Mich angreifen lassen. Okay. Von einem Viech, das mich gar nicht am Target hat. Ihr habt keinen Anspruch darauf. Rechts! 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 Ach Manu, ich wollte über ihn drüber springen. Ja, machen wir es halt so. Ein paar Eier zerschlagen. Die Quest erinnert mich irgendwie an ein anderes MMO, wo die Quest genauso heißt. Wo denn? Das möchte ich jetzt hier nicht erwähnen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vorstellen, meinte. Wow, du weißt das, das ist aber cool. Hier ist eindeutig zu viel Erz. Vor allem ist lustig, dass auf meinem anderen Char Erz das einzige war, was ich abbauen konnte. Okay. In High Level halt. Warum hat die eine Flagge auf dem Rücken? Ach nee, das ist keine Flagge auf dem Rücken. Das ist das Gildensymbol. Das ist ja auch gut, man kann sein eigenes Gildensymbol hochladen. Also man hat halt nicht vorgefertigte Sachen, die man, wo man dann die Farben ändern kann oder so, sondern. Die hat man nicht. Nein, die hat man nicht. Man kann sein eigenes Symbol komplett hochladen. Okay. Teleportal. Hey, der zweite Teleportal. Karaschals Unterschlupf. Trollolol. Ja. Du mit deinem kleinen Teleportal da, da kommt doch kein Mensch durch. Nicht so ein Fettsack wie dein Charakter, ne. Ich weiß, ich bin wieder nett. Ich sagte auch kein Mensch. Aber das ergibt auch irgendwie keinen Sinn, weil Menschen genauso groß sind wie du. Okay, da hast du recht. Na, vielleicht am. Nee. Oder? Nope. Nee. Nope. Oder vielleicht. Nee. Warte mal. Hä, wir clearen hier jetzt alles. Ich blockier mich ruhig. Oh, wie sie denken, ne? So, hauen wir hier erstmal eine Rune hin. Das und kabam. Ich hab Akku. Panik, warum bist du so Akku drauf? I don't know. Okay. Da ist noch einer. Oh mein Gott, wie furchtbar. Warum ich ignoriere ihn aber einfach. Okay. Warte mal auf mir. Sind ja überall Fledermäuschen. Genau, startet das Event. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Der ist richtig heftig, Mann. Wie
sieht man ihn schon an mit den ganzen Blitzen und so. Sieht aus wie eine Mischung aus Drache, Gargoyle und irgendeiner komischen Bestie. Würdest du bitte warten, bis ich hoch da bin? Natürlich, warte. Ich gucke mir die Umgebung an. Siehst du das nicht? Geil. Oh, geil, dass da oben so schwebt. Ja, wollen wir dann? Mhm. Hey, Bitchviech, komm her. Wetten, es haut mich jetzt instant tot. Ich denke eher weniger. Wow! Ich muss die ganze Zeit aus. Oh Gott! Oh Gott. Kannst du auch ruhig in meine Falle locken. Ah! Ich mach super Attacke. Wäre ich der nicht ausgewichen, ne? Ich glaub, dann hätte ich richtig verkackt. Heil mich, du Bitch. Ich kann ihn nicht heilen. Hä? Und das war ja schnell. Wieso steht bei dir rechts Terra? Weil ich Interface ausgeblendet habe. Ihr schlugt euch wacker, aber ich habe es vollbracht. Bald wird Lock mich wieder erwecken. Ihr habt verloren. Nein, haben wir nicht. Wir haben gewonnen. Akzeptier es. Ich bin ein Monster. Nein. Hä? Wieso konnte ich. Man kann. Hä, was macht der denn da? Dann mal wieder zurück. Warum läufst du auf der Stelle? Weil ich's kann. Okay. Velik ist sehr stolz auf seine menschlichen Adoptivkinder und die Föderation, an denen Gründung er teil hatte. Keine Ahnung, was. Ich helfe gern. Nein, du hilfst nicht. Du hast eine wiederholbare Quest für Hess. Es ist eine Freude zu helfen. Moment. Hä? Sprecht mit Adria. Jetzt müssen wir wieder ganz zum Anfang. Kein Problem. Warte, wo ist Dugal? Bring! Dugal ist in Velika. Velika ist die Hauptstadt. Ja. Okay. Mhm. Sucht ihr nach etwas Bestimmtem? Bank. Banken wir den mal hier voll weg. Essentielles Mana. Ist wieder essentiell sicher? Ziemlich. Naja, der Krieg wird wohl ewig dauern, was? Was für ein Krieg? Hat er gerade gesagt zu mir. Aha. Pack ich mal den bedeutenden Heiltrunk hier rein und Alchemieter zur Ordnung. Holismus-Trunk 2 habe ich ja bekommen. Das freut mich aber jetzt. Und ich habe Bombe 2 weggeworfen, aus irgendeinem Grund. Dann nochmal mit dem Händler handeln. Kannst du bitte aufhören zu schweben, während du läufst? Nein. Glücksleo-Ring. Ich habe keinen Bock, alles zu extra verkaufen. So. Und weiter geht's. Awesomeness. Zeitwirbel ist einfach eine lustige Fertigkeit. Zeitwirbel! Nicht genug MP. Ich hab kurz Zeit für euch. Bring! Sollst du nicht einfach vorleveln, Mensch. Und ist das besser? Ja. Braucht ihr Hilfe? Hier noch die ganzen Craft-Sachen annehmen? Leider. Dann nochmal hier Telen und so, ne? Ihr scheint verwirrt. Danach gleich mal Skills kaufen, ne? Ja, wollen wir das hier machen oder woanders? Hier unten am besten gleich. Okay, okay. Jetzt müssen wir nach links, nach Velika. Es geht immer billiger, die.
Ah ne, du sagtest Velika. Genau das sagt. Wo sind wir? Waffenhändlerin? Meisterin. Hallo, hier ist dein Taktikausbilder. Ja. Lasst euch nicht einschränken. Eisnadel. Magma-Bombe, Feuerball und Vergeltung. Gucken wir doch mal, was das Ganze kann. Hä, hey, wieso kriegst du auch eine Vergeltung? Ich krieg das auch gerade. Vergeltung ist wieder aufstehen, wenn man niedergeschlagen ist. Das kriegt jeder. Achso. Wow. Echt spannender Skill. Guck dir diese Awesomeness immer an. Yannick. Hier. What the fuck ist denn das? Ein Eissplitter. Geil. Mal sehen, wie das halt aussieht. Geil! Schulz! Okay, weiter geht's. Kann ich mir immer 100 Mana holen und so und dann sinken die 25 Sekunden lang nicht. Das bringt total viel, aber. Ja. Ich laufe aus und durch die Straße. Allein, dass mein Sprint 96 MP verbraucht, wenn ich 100 dazu bekomme. Sehr logisch. Ist ja wer müde. Ich gehe ne immer. Wohin gehst du denn? I don't know. Okay. Machst du da? Wasser. Ich suche häufig Vendra-Pflanzen, weißt du. Handel abgebrochen. Hä? Cool. Bist du doof? Nö, ich hab nur einmal gefailt und du wolltest irgendwie mit mir handeln, weshalb auch immer. Ich wollte nicht mit dir handeln. Edle Vendra-Phase. An die Verda. Nicht Vendra. Rechts oder links? Links! Bei rechts farmen die schon ab. Okay. Mann, was denn? Nichts. Für die Föderation. Für die Föderation. Meint er also. Es ist eine Freude zu helfen. Okay, nehmen wir Abschied vom Sonnenplateau. Das Glück möge uns zulächeln. Fliegen nach Velika. Oh mein Gott, kostet das viel. 1050. Oh mein Gott, wir haben nur noch 13.000. Jetzt sind wir fast arm. Jetzt könnt ihr sehen, wie der epische Flug so ist. Es ist einfach wirklich episch. Ist dir gerade aufgefallen, dass wir durch die Bäume geflogen sind und die Blätter weggegangen sind? Nö, das habe ich nicht gesehen. Sag doch, ist dir aufgefallen. Sind dir diese riesigen Wasserfälle schon jemals aufgefallen? Sieht übelst geil aus, ne? Warum sind die um das ganze Plateau? Keine Ahnung. Da vorne kommt das Portal. Ja. Fliegst du irgendwo anders hin? Ja, immer den größten Umweg nehmen, ne? Ne, einfach nur extrem chaotisch durch die Gegend fliegen, damit man auch diese awesome Landschaft bewundern kann. Und jetzt. Was geht ab? Hey, wir sind mal beide beim gleichen Channel rausgekommen. Ist mir gerade so aufgefallen. Da sind wir in den Vororten von Velika. Und vorne zu dem Bauernhof werden wir gleich zuerst mal gehen. Bitte nochmal. Zu dem Bauernhof, da werden wir zuerst mal gehen. Okay. Hier seht ihr die Awesome-Stadt Velika. Mit dem riesigen Wasserrad oder was auch immer das darstellen soll.
frag mich, wie sie immer auf einmal Blätter aus den Federn kommen. Sie sind doch durch die Bäume geflogen. Nein, sind sie nicht. Da schon wieder. Stimmt. Ja, landen wir mal. In Velika ist alles ein Channel, deshalb sind hier auch extrem viele Leute. So. Wie man sieht, hier oben kein Channel. Warten wir gerade auf Yannick. Ja, hallo. Ich falle erstmal die. Was machst du da? Ich schwebe. Ich bin göttlich. Seid ihr neu hier? Hä? Für die Föderation. Ach, da bist du. Gut, dass ihr da seid. Braucht ihr Hilfe? Oh Gott. Gut, dass ihr da seid. Das sind die ganzen Craft. Was liegt an? Ich bin ein treuer Freund und tödlicher Feind. Er ist ein treuer Freund und ein tödlicher Feind. Das freut mich aber sehr zu hören. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Ein neues Gewand für mich. Ist doch mal richtig geil, das Gewand. Sieht doch noch geil aus. Mal schauen, wie es bei mir aussieht. Das ist das, was man am Anfang auch anschauen kann. Ah, das, ja. Sieht übelst... naja. Gucken wir mal bei dir, wo bist denn du? Ja, nö, da. Ja. Also, an der rechten Seite habe ich also nichts an. Das Mond. Bein. Das Mond um... Ach, egal. Naja. Gehen wir mal zu den ganzen Craft-Werkstätten. Beziehungsweise ins ganze Crafting-Viertel von Velika. Oh mein Gott. Oh Gott, wie viele Leute muss ich hier noch ansprechen? Keine Ahnung. Tausende. Oh Gott, 10.000 Leute mit ihren behinderten Pferden. Seid ihr ein Kunde oder ein Opfer? So, das hier machen wir jetzt mal nicht. Weil sonst müssen wir 20 Rekruten-Wemser fertigen. Schieß mich tot. Tatsache, mit 11 kann man einen Horse bekommen. Wie kommst du jetzt darauf? Ich habe hier gerade so einen Typen gefunden und ich habe den mal rechtsklick gemacht, wie welches Level der ist. Ja, der Typ stand gerade auf dem Pferd. Okay. Ja, aber der war Level 11 und hatte schon ein Pferd. Ihr braucht wohl etwas. Bleibt frei, zu jeder Zeit. Jetzt müssen wir hier einmal mit allen reden. Was ist denn das? Wie kann ich helfen? So. Nein, jetzt habe ich die Quest angenommen. Scheiße. Wieso? Ja, dann kriegt man immer das ganze Inventar voll mit Mist. Ach ja. Ach, man kann sich zum Glück abbrechen. Wir haben Braunkohle. Ich habe Braunkohle bekommen. Gildenquest. Nee. Fehlt euch was? Aufgeben. Habt ihr mich gesucht? Nicht gerade Frotte. Auch tolle Quest. Also da vorne ist schon mal der Schneider. Hier ist der Waffenschmied, soweit ihr das seht. Für Kajator. Der Rüstungsschmied. Ich will kämpfen und essen. Ich will kämpfen und essen. Oh. Das ist die richtige Einstellung. Lasst er hat das Bier vergessen. Einschränken. Schärft den Geist wie eine Waffe. Ach, so. J. Nein. Tura, dann ist es Tura. Auf Eierschalen wandeln. Sprecht mit Leiter in Willig. Oh. Wo ist denn Leiter? Wollten wir nicht erstmal raus? Ja, ich bin ja auf dem Weg. Zum Dingsbums hier. West. Erstmal zum Platz der Freiheit, weil da habe ich noch 3 Quests, beziehungsweise 2. Ja, warte. Noch ins Hauptquartier. Ja, ich komme auch. Und hier vorne ist auch noch eine Quest. Also die machen wir zuerst, denke ich mal. Synchrones Abspringen von der Kante.